Tut, tut. Das ist mein Schiff. Da ist ein Also, Truhe wenn man drauf. langsam geht, fällt man ja nicht drüber. Worüber? Über deinen Zaun. Ja. Nur wenn man läuft. Ui. So. Vertical Stone Water Pipe. Au! Das ist jetzt aber doof. Ach. Ich brauche den Sattel für den Vogel. Ach, den kriegen wir ja nachher. Wir haben ja genug Sattel für Vögel. Meinst du? Wir kommen mal wieder zurückgeschippert. Sollen wir denn zurück... Ach ja, wir wollten ja mit dem Bett das machen, ne? Ja, und einmal gehen wir dann eben die Fische holen. Ja, wir kommen einmal mit Vögeln. Einmal mit Landtieren und einmal über Wasser. Ja, Landtiere nur mit den Großen. Ich meine, wir können ja auch mit dem Floß da mal hinfahren. Beziehungsweise einen Floß bauen. Wir können ja auch zwei Flöße da bauen, so teuer sind die ja auch. Weil nicht. Da kriegst du doch ganz viele Viecher mit. Ja, genau, die Dodos nehmen wir dann über den Flößen mit. Das finde ich eine tolle Idee. Genau. Das ist bestimmt abenteuerlich. Oh, sieht das toll aus da hinten. Gerade weil das wieder alles im Nebel verschwindet. Ne? Ja. Und diese komischen Staubflocken hier in der Luft. Was sie auch immer bedeuten. Gut, dann mache ich mich mal nackig. Bin schon dabei. Pack alles hier in den Schrank. Vergiss deine Klamotten nicht. Auszuziehen, ja. Jetzt will sie mich wieder nackig sehen. Das kann ich nicht. Denn, wenn man sich beamt... Bleiben die Klamotten zurück. Bleiben die Klamotten zurück. Ich hoffe, ich habe noch genug Platz im Schrank. So, ich bin fertig. Hast du auch deine Werkzeuge reingelegt? Alles. Alles? Ja. Komm, lass uns mal ins Bett gehen. Ich geh in mein Bett. Ich komm auch in dein Bett. Nee, du hast mein eigenes Bett. So, Fast Travel. Fast Travel. Also, man kommt nicht ganz da an. Das ist nur fast. Wo soll man denn hin? Da, na, Wolfbett. Ganz unten. Da, und guck mal, wie... nicht zwei Betten? Guck mal, wie viele Betten wir hierbei haben. Auf der ganzen Insel haben wir uns verteilt. Betten, ja, haben wir ja auch. Bett. Pass mal auf, wenn ich meins benutze, brauchst du rauf zu klicken und dann... Kuhje. Das nehme ich jetzt mal. Ich bin ab in Fiedels Kuhje. Ich muss meins hier oben auch umbenennen, das habe ich jetzt vergessen. Respawn at Wolfbett. Was passiert jetzt? Oh, ein neuer Tag. Siehste, und hier ist der blaue Schrank und schon haben wir Lärm. Moment. Ich muss erstmal aufwachen. Guten Tag. So, wir sind jetzt in unserem Zuhause. Ich zieh mich erstmal an. Torso, Füße, Hände. Ich zieh den Torso an. Ich zieh die Hose an. Ich zieh die Heilenstiefel an. Und ich ziehe... Ich habe gar keinen Helm. Du. Du hast keinen Helm? Aber ne, was? Unten sind noch genug Helme. Ich habe aber die blaue Pistole gefunden. Ach. Cool, ach, ne? Die nehme ich jetzt mal mit. Pestel. Und noch hier so ein Teil, das nehme ich mit. Den Stoffhut will ich nicht. Ich brauche jetzt einen Hut. Hier ist noch ein Hut drin, einen Minenhut. Hier ja, das da ist mein Minenhut. Ja, ich habe den irgendwo ganz schnell reingetan. Weißt du, was ich vorschlagen würde? Jetzt wird es gerade dunkel. Das ist natürlich jetzt wieder blöd. Wenn es hell wird, ja, dann nimmst du dir einen Vogel und machst mal einen schönen Rundflug und erklärst mal alles. Ja, ich hole da oben die Vögel jetzt von unserem Adlerhorst runter und lade die ein bisschen mit Kram voll. Ja, mach nicht so einen Stress. Hier ist alles voll mit Krümeln in der Luft. Krümel? Ja, alles voll. Das ist total ätzend. Ich hab keine Krümel.
Das ist nicht schön anzusehen für das Video. Man muss ja eh warten, bis es hell wird. Ja, ihr könnt jetzt natürlich nicht viel erkennen. Aber ich mache dann mal einen Rundflug und das wird schön. Ich gehe wieder rein. So, Schrank. Da ist kein Zeug mehr drin. Da ist noch Zeug drin. Wäh. Haben wir überhaupt noch genug Benzin? Ich weiß ja nicht, ob jetzt was verbraucht wird. Nö, hat er nichts verbraucht. Wenn man nicht in der Nähe ist. Aber ich kann mir mal hier ein bisschen paar Schnitzel mitnehmen. Sind zwar kalt. Bestimmt. Wir haben 30 Prime Meat Jerky. Ne, 40 Prime Meat Jerky. Das ist gut. Eier haben wir. Das sind unsere Eier? Das ist doch kein Ei, das ist eine Zitrone. Hier haben wir noch Fire Curry. Das hält sich immer noch, ne? 77 Tage. Wir haben Bronto-Eier, Turtle-Eier, Stego-Eier, Parasauer-Eier, Dodo-Eier, ganz viele. 53 Dodo-Eier. 7 Treig-Eier, 17 Zitronal-Eier. Zitronal-Eier. Samenrot, also Kartoffeleier, Eierkartoffeln. Dann haben wir hier Spino-Eier, Pulmino-Scorpio-Eier, Rex-Eier, Gesundheit, Raptor-Eier, Saku-Eier, Kano-Eier, Pteranon-Eier, Argentavis-Eier und Dilo-Eier. Aber nur 2 Stück. Dann liegen die anderen besser bei uns. Ja, die auch nicht. Rockkarott-Eier und Longgrass-Eier. Ist unsere Eiersammlung. Die holen wir mal zu Ostern raus. Weil die so schön bunt sind. Hier ist noch Cooked Meat Jerky. Ist das hier drin? Was, er steht doch da. Ach ja, stimmt. Das ist ja da entstanden. Das kann man hier rein tun. Also Kibbles kann man sich ganz viele machen, wenn man den ganzen Scheiß mitnimmt. Wie soll man den ganzen Scheiß eigentlich mit irgendwo... ohne dass er verdirbt. Ich werde nachher die Tiere da oben runterholen. Ja. Hier haben wir Sättel. Ich werde die ganz einfach verladen, während du den Rundflug machst. Ja, hier ist überall Staub, auch im Haus. Überall, alles voll Staub. Es regnet. Nein, diese kleinen Flocken fliegen hier rum. Alles voll. Bei mir überhaupt nicht. Aber es regnet hier schon durch. Echt? Ja. Oh nein. Ist dann erstmal mal 3 Tage nicht da, oder? Also hier an der Stelle nicht. Also hier ist unser... Das Schild ist weg. Jetzt regnet es wieder durch. Hier war doch mal unser Klo. Ja, da war mal ein Klo. Oh, Findel hat wieder alles umgebaut. Hat hier so gestunken. Unsere Wände gehen kaputt. Ja, aber minimal. Hier war nämlich unser Klo und hier war nämlich das ganze Klopapier dran. In der Kiste. Ist doch immer noch, oder nicht? Ja, ja, aber das Klo ist nicht mehr da. Ne, da waren so 2 Wände so ziemlich dicht aneinander hier hinter. Und da haben wir dann einfach gesagt, okay, ist das jetzt ein Klo. Da konnte man sich immer hinhocken und eine Wurst machen. Oder seinen Kram da reinwerfen. Fett drücken. Klappzett drücken. Ja, und das dann weiß doch jedes Kind. Mal hier haben wir hier mal umgebaut, dass hier die Tiere laufen können. Dann wurde der Klo mehr ein Ausgang. So ein Geheimausgang, Hinterausgang. Was wurde da? Toilette wurde abgerissen. So. Flitsche. Es gibt nämlich eine Slingshot, die angeblich unendlich Munition hat. Hallo, Todi. Ich nehme noch mal Töpfchen mit. Wird das jetzt schon Tag? Ich habe immer noch keine Fackel. Da brauche ich auch nicht wirklich mehr. Liebe geht durch den Magen, steht da. So lieb habt ihr mich aber nicht. Ich möchte diese Flocken hier nicht haben. Ich mag das nicht. Als ob hier die ganze Zeit Erdnussflips rumfliegen. Ach, das zeige ich euch gleich. Wieso hast du Aua?
Das ist Brutus. Der hat Aua. Der verliert Leben. Warum? Nee, der verliert Hunger. Der heilt gerade. Wenn du noch Schießpulver suchst, hier ist noch ganz viel drin. Im Kochtopf. Wieso haben die... Wie hat der so viel Schaden hier? Wer? Brutus. Weiß ich nicht. Die haben... Ach, das ist immer noch Brutus. Brutus ist ein bisschen länger. Ich zeig die morgen. Ich zeig die dir jetzt von unten. Der ist gesund. Das ist ja komisch. Irgendeiner muss Brutus angefallen haben. Brutus ist doch unser Bronto. Aber ich habe überall diese Krümel hier. Oder hat der vielleicht eventuell einfach nur Hunger? Nee, der hat ja Bären. Der war aber verletzt. Wahrscheinlich in seiner... schon ziemlich viel vergammelt. In seiner Seele vielleicht. Verletzt. Ich bring dir noch mal ein paar rote Bären mit. Jetzt wird's langsam hell. Bleibt das irgendwie? Verstehe ich nicht. Hier, komm, vielleicht magst du die. Das ist alles voll mit diesen Krümeln. Und weil ich die Lampe auf habe, sieht das total scheiße aus, weil das alles leuchtet. Ich nehme mal die Lampe ab. Stimmt, das war ja der Helm, den ich umgefärmt habe. So. Soll ich mir... Ich schmack mir gleich hier Onkel Trudi. Nee, Trudi habe ich schon am Vollladen. Ich weiß nicht, was du damit... Sag das doch. Ach, nimm sie einfach. Ist ja egal. Nee. Ich mach nur einen anderen runter. Ich hab Trudi jetzt hier wieder hingesetzt. Trudi? So. Ich muss hier mal hoch. Ich weiß nicht, wer da oben jetzt ist. Ich sehe mal auch die... Hier sind nur die Pteratons, ne? Die haben alle ein Level up. Movement Speed. Schwappi hat Movement Speed. Movement Speed. Lurcha. Pa hat Movement Speed. Und... die ist noch nicht so weit. Ich hänge irgendwie fest. Ja. Und Rosalie hat Movement Speed. Ja, ich weiß, wir haben zu viel Grimm geguckt. Wo so fallen einem da Namen ein, ne? Ich möchte jetzt wissen, wo Dings ist. Ich zeig das euch gleich alles. Keine Angst. Wenn ich hier rumhetze, ich suche nämlich Fridolin. Fridolin, Fridolin. War es denn nicht irgendwo ganz blöd rum? Ich weiß es nicht. Ach, dann nimm doch Trudi. Ich bin sowieso gerade beschäftigt. Ich will nicht mit Trudi, ich will Fridolin. Jetzt bin ich beleidigt. Wieso stehst du denn hier rum, du Schwein? Ja, hier haben wir noch richtig viele Viecher, wie ihr seht. Richtig viele. Jede Menge Dilos. Ankylos. Treiz. Affen. Die schon völlig überfüllt sind. Noch ein Affe. Aber Fridolin ist nicht da. Fridolin ist mein Agentavis. Geier. Doch, da steht er doch. Komm her, du Geier. Das ist nämlich Geier. So. Dann fange ich mal an. Vielleicht habe ich da oben auch weniger von diesem Schmutz. Das ist wieder nur überm Haus, ne? Glaube ich. Da, diese Krümel. Ja, ne? Also dem, ich habe die überhaupt nicht. Wie mit dem Regen. So, fangen wir mal an. Ich fange mal hier beim See an. Ein bisschen abgelegen. Hier haben wir unsere kleine
Na, wie heißen die denn? So, du bleibst mal bei mir. Na, kommt mal her. Na, kommt. Ich will euch doch mal vorführen. Das sind... Und vielleicht soll ich mal den Namen anmachen, dann könnt ihr auch sehen, wie die heißen. Das ist... Flipper, Flapper, Flopper, Flapper. Flipper, Flopper, Flapper. Wo ist Flopper? Sehr einfallsreich, ich weiß. Flopper ist mal wahrscheinlich wieder stiften gegangen. Hier sind Schildkröten, die gehören uns nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo Flopper ist. Noch genug zu essen. Manchmal rutschen die irgendwie durch das Tor durch und das ist ein bisschen blöd. So, dann haben wir hier unsere Haie. Das ist Franz. Franz war mal verschollen, den habe ich ganz weit draußen wieder gefunden. Zufällig. Ich dachte schon, wir weg. Da haben wir da Max und da haben wir Pets. So, aber ich fliege jetzt erstmal hoch, damit ihr euch mal einen Eindruck schafft. Verschafft. Wo wir nämlich sind. Wir sind hier... Vielleicht kennt ihr ja diese Steininsel im Süden. Warum ist der so angeschlagen, der Borntoaster? Ich weiß nicht, die kriegen irgendwie Schaden durch irgendwas. Merkwürdig. Ich gucke mal auf die Karte, dann zeige ich euch das. Wo wir sind. Da ganz im Süden. Jetzt zeige ich da meinen Finger drauf. Also der ganz im Süden bei Me. Da ist diese kleine Insel. Da wohnen wir drauf und da links unten. Und da drunter, da ist ja diese Steininsel hier, diese Ausläufer. So. Haben wir damals einfach gesagt, das war so schön hier. Haben wir genug Steine. Wir bauen mal ein kleines Häuschen. Das ist dieses Häuschen in der Mitte. So, das da. Das war da nur zwei Stockwerke hoch, oder? Anfangs. Wir haben mit einem Stockwerk angefangen. Ja gut, das ist klar. Und dann ein bisschen, oder halt größer. Bisschen angebaut. Dann wurde noch eine Etage raufgesetzt. Und dann hatten wir ein anderes schräges Dach. Da hatten wir mal so ein Tutorial zu gemacht, aber das ist ja jetzt hinfällig. Ja, dann haben wir das mal getauscht mit dem Dach. Dann haben wir das ein bisschen angemalt. Natürlich gehört er dazu. Fast fertig geworden. Dann hatten wir damals angefangen... Ja, dann haben wir diesen Turm gebaut. Das waren Agewas. Oh ja. Den Turm zu bauen. Aber hat sich gelohnt. Also wenn man hier oben drauf steht, dann kann man richtig schön runter gucken. Logischerweise. Da haben wir dann... Hab ich dann irgendwann Stromleitung gelegt von dem Generator unten, den habt ihr ja schon gesehen. Und hier oben dann solche Lampen gemacht. Dann hat man hier so einen Leuchtturm. Die sind noch nicht so hell, aber vielleicht kann man da ja nochmal irgendwas machen. Vielleicht, wenn man die mir näher zusammenstellt, dass das noch heller wird. Da kann man so mit einer Leiter halt hoch. Dann haben wir hier auf diesem Felsen mal so ein Häuschen gebaut. Was machen die da unten? Die folgen mir. Alle? Aua, ja, alle. Ich denke, was ist da denn los? Wenn ich da oben bin, passiert das nicht, weil ich ja weit genug weg bin. Ja. Aber die hören auch, wenn sie da... Okay. Oder auch nicht. So, Entschuldigung. Da hatten wir halt so ein Vogel... Ein Vogelhaus gebaut hier. Für unsere. Die hier sind gar keine mehr drin. Nein, die habe ich ja gerade runtergerutscht. Ja, deswegen war gut, dass ich eben nochmal hier oben war und das gezeigt habe, wie die da wohnen. Ja. Ja. Da warst du wieder so voreilig. So, hier unten sind unsere Außenanlage. Drei Felder. Reicht völlig. Mit einer kleinen Hütte. Ist irgendwann mal ein Stand, weil das. Damals konnte man die Felder ja noch nicht so gut. Die musste ja auf ganz ebenem Boden sein. Und deswegen haben wir das ausgelagert, weil das hier überall nicht passte. Wir haben ja oben ein paar Felder gehabt, aber sieht ja selber, wie scheiße das aussieht. Haben wir aber da gelassen. Wie gesagt, hier ist das Haus. Dann hatten wir hier die
wohnen unsere Dodos, die ordentlich am Eierlegen sind, wie ich gerade sehe. Ich könnte ja mal Eier sammeln. Ich zeige euch mal weiter. Dann haben wir eben diese ganze Insel umzäunt. Hatten wir einfach mal Lust zu, das zu machen, weil wir hatten so viele Tiere, die ja auch mal ein bisschen Bewegung brauchen, ja? Und dann lassen wir die halt so rumlaufen hier. Die Affen sammeln Fiber, die großen. Wir haben auch kleine Affen. Ich habe gar keinen gesehen von denen eben. Ja, nicht, dass sie weggelaufen sind. Die sammeln dann Bären. Ne, da ist einer hier. Äffchen. Level 41. Ach, der hat ja so einen. Der hat so einen lustigen Hut auf. Warte mal. Komm mal her. Ja, komm. So. Uah. Der sieht nämlich so aus. Völlig bescheuert. Oder? Sieht das nicht dämlich aus? Also ich meine jetzt den Affen, nicht mich. Ich bin das ja eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich viel kleiner. Das ist doof. Der hat irgendwann mal unseren Skin vertüdelt. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt mit dem Affen auf den Affen reite? Hä? Komm her da. Mit dem Affen auf den Affen. Das ist sehr geil, das habe ich auch gar nicht gesehen. Nennt man das die Dreifoster Tankstelle? Nein, das ist hier, wir sind die... Die... Arke... Landmusikanten. Also,